So, es ist jetzt 5.38 Uhr. Im Großen und Ganzen ist das keine schlimme Uhrzeit. Problem ist bloß, ich bin erst 2 Uhr ins Bett gekommen, weil ich gestern Abend noch in Uslar gespielt habe. Also habe nur 3 Stunden geschlafen. Warum müssen wir so früh aufstehen? Weil heute der Glöckler dran ist. Und die Maske ist sehr aufwendig. Das gilt auch für den lieben Kollegen Florian Schröder, auf den wir jetzt noch warten. Mal sehen, was das wird. Ich werde das alles für die Menschheit dokumentieren. Ja, wie ihr sehen könnt, Florian und ich sitzen schon in der Maske, denn heute geht es um den Harald Glöckler. Und für Harald Glöckler sind ganz besonders die Lippen von großer Entscheidung. So wie man ihn noch nie gesehen hat. Der große Florian Schröder im Maskencheck bei RTL. Die zweite Lippe ist jetzt auch. Die zweite Lippe klebt jetzt auch. Sieht sehr schön aus. Da unten noch mit diesem Eis. Hier, meinst du? Ich kann mir vor, wie Sylvester Stallone. Ein Rocky. Ich Adrian! Florian spielt in diesem Sketch Peer Steinbrück. Ihr habt ja gesehen, ihm wurde schon eine Glatze geklebt, aber darüber kommt nochmal ein Kopfkondom. Und ich bin jetzt schon fast fertig, der Bart ist schon geklebt, die Haare. Und jetzt brauche ich nur noch Bling Bling und Make-up. So, mein Lieber, Sie sehen ganz fantastisch aus, aber wir müssen noch eine ganze Menge tun. Es hält sich sehr in Grenzen, wie Sie sehen. Mir fehlt noch das Schamhaar in der Mitte meines Kopfs, das man mir da noch hin montieren möchte. Na gut. Eigentlich war das ja wegen dem Loch, ne? Ja. So, es ist soweit. Heute ist der dritte Drehtag, das Ernste. Und ich bin in die Rolle von Harald Glöckler eingeswitcht. Ich bin ganz Glöckler, schon. Schöne Ringe, ist alles dabei. Guck mal meine schönen Kusslippen. Und meine schönen Zähne. Toll. Und ganz viel Bling Bling. Hallo, ich bin's, euer Harald Glöckler, und neben mir sitzt ein ganz heißer Typ. Das ist nämlich der Peer Steinbrück. Namens auch, ja, das bin ich. Der Kanzlerkandidat der SPD. Also ich finde, das ist ein toller Typ. Der hat unglaublich viel Sexappeal, aber man muss es eben aus ihm rausholen. Er ist so ein kleiner, versteckter, erotischer Bomber. Ja, also da muss man schon einiges für tun, aber vielleicht schaffen Sie das ja, wenn Sie denn wollen. Ich weiß gar nicht, ob Sie wollen. Ich weiß auch nicht, ob ich das will. Ich halte das für unnötig, schwachsinnig und blödsinnig. Genau wie alles andere, was mit mir nichts zu tun hat. Ach, ein schrecklicher Typ.